Doch mal erstaunlich, wie viel Downforce die Dinger haben. Ja, verglichen aber mit Formel 1 natürlich wieder gar nichts dann irgendwie. Ja, klar. Oder wenn du Le Mans gesehen hast, also was da an Leistung hinter so einem LMP steckt, der halt einfach auf den Geraden so ein GTE einfach stehen lässt. Also das schaut dir wirklich aus, als wenn du mit 250 oder so auf der Autobahn an einem LKW vorbeifährst. Antika aus für den Start. Auch schon gemacht. So, ich stelle schon mal meinen Boxenstopper ein bisschen ein. Oh, danke. Reifen wechselt. Wie viel tankst du nach? 46, aber ich bin bei 84 Liter gerade. Also, ich sollte ja wie gesagt so ungefähr 128 Liter brauchen. Und 2 Liter Spare, 46. das müsste, Ja, muss ich ich mache noch gegebenenfalls mal nehmen. 60 rein, dass du bist. So, jetzt möchte ich dieses Rennen mal wieder beenden. Ja, nice. So. Wenn man jetzt ganz recht, wenn es halt nicht kracht irgendwie. Dann war ich ja Ruhestadt ziemlich schwer sehr. Die Reifen haben zu halbwegs Temperatur. Kein bisschen bei mir, kein bisschen. Dann, good luck, ne? Danke, have fun. Wieder absolut dabei gestartet. Alter, das war so klar, das war so klar, Kenina. Kenny, ich hab's gewusst. Hab keinen Schaden, aber. Ich hab Schaden, freu mich. Alter, Alter, ja, mit kalten Reifen. So klar, dass er sich verbremst. Bist du hinter mir? Ja. Gut, dann werde ich dich bei der nächsten Gelegenheit vorbeilassen. Ja, fahr es mal zu.
sich wieder aufrecht. Bei dem Kenny sitzt er wirklich nicht schnell. Das war ein Gang zu viel, ja, ich hatte schon bei. Jetzt soll sie ein bisschen laufen. Ich zieh mich erstmal an den Windschatten. Okay, kann. Ich fahr innen durch, ja? Ja. Danke dir. Alter, uiuiui. Achtung, Achtung, hinten kommt noch Dingens hier. Ich werde schon Topspeed verloren wegen dem Frontsplitter. Ey, das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz, mit dem zu fahren. Dirty Air ist real hier. Nice one, Dan. So, jetzt holst du ihn aber auch. Kenny ist nur strugglen. Ah, der Windschatten von mir. Da fährt eine komplett falsche Linie.
Alter, nein, 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 nein. Meine Bremsen haben sich gerade verabschiedet. Hast du gehört? Lol, was war das denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, wo meine Pedale gerade sind. Ja, ich kann noch fahren, aber ich weiß nicht, wo meine Pedale sind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das nächste Mal auf die Bremsen dreht. Meine Güte, was ist denn heute los? Gott, das Bremspedal ist lang. Oh. Ich habe meine Bremse jetzt fast nichts mehr durchgedrückt. Das ist halt jetzt dezent. Oh, ich habe einen Schaden noch hinten links. Oh, je, je. Was war das denn jetzt? Wow. Sector 2. Bergmann abgeflogen. Sector 2, keep it coming man, this is great. P2, that's the fastest lap.
ein bisschen Schiss, dass ich irgendwann durch den Schaden in der Rusche irgendwie mag nicht. Das ist ja auch nichts mehr optimal gerade, aber naja, egal. Jetzt auch schon mal weiterfahren hier. Wo bist denn du gerade? 5, aber keine Chance, an Kim vorbeizukommen. Ich hab so Angst gegen den. So viel schneller als der. Mann, ich hatte Switchback geschafft, aber nein, der muss sich ja fast wegdrehen. Wie sagte Kimi Räikkönen eins so schön, come on, get the fucking McLaren out of the way. This guy is a fucking joke. It's a joke? Safety Car in 10 Sekunden. Box? Ja. Pitstop, fuel to the end. Wie viele Liter? Mach voll, mach voll. Ganz voll? Ja. Was mein Box? Nein, wieso wechselt er meine Taras? Go, go. Da vorne glaub Regenreifen. Brake temps are good.
Okay, ich glaube Flippy war nicht in der Box. Nur ein Hacker mit dem Zug. Ich muss nochmal in die Box. Okay, also wenn ich jetzt Glück hab, dann ist das hier. Wie weiß ich, was für Reifen ich vorne drauf hab? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich schaue höchstens mal beim Pit-Window, was so eingestellt ist. What tires do I have? Tires. Ja, ich muss wirklich hoffen, dass das auch drauf getan hat. Also wenn du den Box neu aufrufst mit dem UI, was steht denn bei dir drin? No change. Aber er hat gewechselt, so viel gar nicht zu sagen. Hat gewechselt? Ja, okay, dann weiß ich es nicht. Wo bist du, auf welchem Platz gerade? Meine Hinterreifen haben 50 Grad und die vorne haben nur 40. Wie viel Unterschied hast du da vorne und hinten von den Prozenten her? 191. Also unten, sie sind gewechselt. Meine Frage ist nur, welche Reifen du drauf hast. Ja. Das Ding ist nur, ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich hatte sowas auch schon mal, beziehungsweise habe versehentlich mal nur die Vorderreifen gewechselt und hatte dann übersteuern des Todes und die Karre war nichts mehr fahrbar. Also, ich weiß jetzt nicht, an welcher Position du liegst und was dich ein weiterer Stopp kostet, aber wenn dann jetzt. Also, wenn dann jetzt. Auf 7. So, jetzt ist die Frage, ob der Sprit bis zum Ende reicht. Siehst du irgendwo, wie lange wir noch haben? Ja, ich kann es dir sagen, ja. 40 Minuten. Ja, passt. Okay, passt. Damit kommen wir durch. Jetzt weiß ich nur noch, ob Flippy schon drin war. Warum kann man mittlerweile keinen Schaden mehr bekommen? Das kommt immer auf den Schaden an, ob du den repairen kannst oder nicht. Bei mir die Aufhängung ist auch nicht repaired. Was für Temperatur hast du denn vorne? Ich habe 46, 48. Also 46 vorne, hinten 48. Safety Car in the Slab. Ich würde es auch riskieren, wenn ich nach der ersten Runde merke, nee, das sind wirklich Regenreifen drauf, dann werde ich nochmal stoppen. Double File bilden, ungerade rechts, gerade links. What tires do I have? Check on it. Alter, nein! Dreht er mich! Er dreht mich! Er dreht mich, ja sauber. Das war's. Ah!
Alter! Heute ist aber auch wirklich blind Pech und Pannen hier. Kann den Eltern nicht sagen, wenn ich Platz oder Dienst da hab. Meine Güte, ey, ich krieg echt die Krise heute. Hey! Half distance, you're looking good for fuel. Hey, ich muss jetzt noch haben, kannst mir nicht erzählen. Also alles im Fahrer. Unglaublich langsam. Wo bist du überhaupt noch? Ah, muss ich stoppen. Clear. 29 Sekunden hinter P10.
Warum ist Flippy nicht an die Box? Vermutlich denkt er, es gibt nochmal einen Safety Car. Car right, clear right. Ah, sind nur an der Box. Ja, das kostet mich alles so Zeit. Da wäre einfach eine realistische Chance auf Doppelpodium gewesen. Ja, das wäre wahrscheinlich safe ein Sieg gewesen für mich. Bis der nächste Formel 59 Sekunden weg. Wie habe ich denn den jetzt überholt? Was, okay. Du bist nicht mehr der nächste von mir. Ja, ich hab den Stange da im Porn irgendwie überholt. Ach, bin ein bisschen weit geschickt. Muss ich aufholen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob Philippi schon in der Box war oder nicht. Weil wenn nicht, dann wird das trotzdem nochmal eine enge Kiste mit ihm zumindest. Hoffe ich mal. Jetzt ist Halbzeit, der Sprit passt auf jeden Fall. Okay, ich kann auf jeden Fall durchfahren. Ich habe noch 77 Liter drin. Ja, 75 jetzt gerade. Ich denke, dass du fast eine Runde mehr gefahren bist, passt. Bis 6 Grad. Oh je, jetzt hänge ich wieder hinter Ruben und der ist ja auch immer so super zu überholen. Philippe war vermutlich nicht an der Box, weil er dran vorbeigefahren ist. Das war aber echt knapp, also er hätte wahrscheinlich machen können. Flagge ist auf der 3.
So, ich hoffe, er kann Top Speed. Das war ich mir gleich ein Konter. Schon gut aus. So, P5. Geh aber next. Oh, da hat sich einer gedreht. Bitte Safety Car, bitte Safety Car, bitte Safety Car. P4. Ja, dann Safety Car will ich jetzt, glaube ich, nochmal feiern. Boah, ich bin gerade so schnell gefahren wie noch nie. Mit 16 Fliegerzeiten gefahren. Aber nach vorne 2 Sekunden aufgeholt. Nein, noch nicht. Okay, Daniel, you're reeling. Gerber in gap this. 4 seconds. P4. That was 218 and 16. Oh, Kenny auf 2, ich glaub's nicht. Der Typ ist halt echt langsam. Sektor 1 ist yellow. Sektor 1 ist clear. Null. Gerber lässt mich vorbei. Nice. Okay, Flip ist 24 Sekunden vorne, das schaffe ich nichts mehr. Das reicht, da reicht auch der Stopp nicht, glaube ich. In der Box? Hm? Ich denke nur an der Box. Okay.
Uiuiui. Nice, klassisches Übersteuern. Alles okay? Ja, ich hab fast das Auto verloren. Na, ja, fast. Sind wir noch nicht ganz. Trotzdem 3 Sekunden verloren. Minuten haben wir noch. Oh, weiter ist in der Box, okay, jetzt bin ich gespannt, wo er rauskommt. Hab ihn, lol. Okay, krass. Das wird jetzt noch ein Fight bis zum Ende, schätze ich. Er struggelt sehr stark in Orange. Wer, Flippy? Nein, Kenny. Achso, ja gut, Kenny, den rechne ich jetzt eh mal raus gerade. Weil den hole ich mir auf jeden Fall noch.
being used to pump your fuel. Oh Gott, Flippy, hol auf hinter mir. Jetzt auch Windschatten. Uiuiui. Sektor 2 ist yellow. Alter, Flippy, was machst du? Alter. Hold your line. Right side's clear. Car right. Von vorne haben wir so eine Drohne ab, ne? Aber nichts. Hab ihn. Well done, Daniel. This is great. Mhm. Come on, keep nailing those exits. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. How much time is left? Jetzt habe ich 3 Sekunden noch, Flippy. Uff, das wird jetzt ein Task. Ja gut, aber ich hatte das Glück, dass Kenny ihn ein bisschen aufgehalten hat. Captain. Behind us now, 2.7.
Alter, ist ja schnell auf der Geraden, das gibt's ja gar nicht. Siehst du wirklich das Delta runterrabbern? Ah, ich hab viel zu viel Minze, ja. Ich kann 10 Sekunden. Ach komm on, ernsthaft. Nice. 5, 4, 3, 2, 1, Safety Car. Es ist jedes Mal dasselbe Theater. Ja, GG, das war der Winch wieder, ne? Ich hab eine Minute nach hinten, soll ich nochmal in die Box? Ja, kannst du, glaube ich. Mein Gott, es ist unfassbar. Das ist unfassbar. Jetzt hatte ich 2,5 Sekunden noch Vorsprung. Das wäre sich auf 10 Minuten wahrscheinlich, eventuell gerade so ausgegangen. Dieselbe Scheiße wie ein Mugello. Kurz vor Schluss kommt ein Safety Car, das ganze Feld ist wieder dran, jetzt weißt du nicht, was passiert. Plus, jetzt hat Flippy sowieso Windschatten. Mehr Tops wie DE. Freue ich mich. Oh, da steht eine Karre. Mach ein bisschen extra langsam. Ja. Ich fahre hier im Pitlimiter, also da geht eh nichts. Aber ja. Komm. Wir sind jetzt gerade hinten Richtung Pocher runter. So, merk mal ein bisschen zurück unten. Ich habe frische Reifen, kann ich völlig angreifen. Ja, genau, das wird es wahrscheinlich bei ziemlich vielen passieren, die noch
sich Chancen ausrechnen. Weißt du, wie lange wir noch haben? Müssten so 6 Minuten sein oder so, ne? Ah, ein bisschen weniger. Weniger? Kann denn da abfliegen? 6 Minuten. Ja. 6 Minuten, okay. Also quasi noch 3 Runden danach. Oh Mann, das wird wieder ein Sprint drin. Also beziehungsweise wahrscheinlich eher 2 Runden dann. Wo seid ihr? Jetzt die Doppelrechts vor der Gegengerade. Safety car in the slab, double fall. Gerade rechts. Gerade links. Ich muss so ganz langsam machen. Ich kann jetzt gleich den letzten Satz machen. Still there, clear left. Ich fahre hier langsam. Ist ja auch in meinem Interesse, dass ich möglichst sechsmal allzu lang fahren muss. Still there. Still there. Still there. Still there. Still there. Still there. Hui, oh, okay. Oh, der Flippi hat sich gedreht. Alter, oh Mann. Ohne Scheiß, der hat so ein Pech. Er hat so ein Pech, ey. Das ist. Das könnte ich Ihnen jetzt überhaupt nicht. Ich bin da gerade wie ein Gott durchgefahren, Daniel. Das glaubst du nicht. Safety Car in 10 Sekunden. Alter. Daniel. 5, wo bist du? Auf welchem Platz? Auf 3? 3, 2, 1. Safety Car. Alter, ich das bin gibt's da, nicht. Ich bin einfach voll drauf geblieben und hab gesagt, scheiß drauf. Ich hab sowieso nichts mehr zu verlieren. Alter, und ja, Flippi ist jetzt volles Risiko gegangen. Er ist halt voll durchgezogen, weil er jetzt gewusst hat, wenn er jetzt dran bleibt, dann macht er hier halt quasi, ne? Einmal. Dann ist rechts einer, links ein Frontflügel, dann gehe ich aufs Gras vorbei, verliere das Auto fast. Aber okay, folgendes, wenn wir jetzt noch eine Runde haben, was wir eventuell noch haben werden. Sagst du, wann du Gas gibst? Ich weiß nicht, wär's cool, wenn ich irgendwie gewinnen dürfte. Ja. Aber ich will P2. Ja, das darfst du ruhig machen, also. Aber so rein für den WM-Stand, dann hätte ich ja wirklich sehr gechillt. Also dann würde die letzten 4 Rennen, glaube ich, nur noch durchfahren irgendwie. Oh Mann, du hast jetzt so ein Glückslos. Ist Flippi jetzt komplett drüber oder? Ne, der fährt noch, ne? Der war zerlegt. Oh, komm mal, das ist schon immer noch hinter uns, aber viele hinter uns haben keinen Flügel. Nein, er fährt noch. Okay. Ja, ich sehe ihn noch im Rückspiel, müsste auf 6 oder 7. Okay, ich
glaube, ich werde diesmal eher Richtung Stadtziel quasi beschleunigen, weil dann der Weg zur zur Las Vegas nicht ganz so krass ist. Double File, gerade rechts, gerade links. Die Zeitbestätigung bitte nach hinten fallen. Still there. Clear left. Ja, du musst sagen, sobald du Gas gibst, dann ist es ja, ich sag dir. Ich versuch's dir anzusagen. Okay, go, go, go. Wie viele sind da jetzt in die Box abgebogen? Hier. Oh, da dreht sich schon wieder. Okay, GG, 1 und 2, Doppelsieg. Ich habe einen Cut-Track bekommen, aber das ist mir wurscht. Ich ja, also du musst es eh ausweichen. Ja, Daniel, jetzt nach Hause fahren. Wer ist denn hinter dir? Wo ist das nächste? Noah Berg. Wie viele Sekunden? 3,6. Okay, dann haben wir es ja quasi gechillt, dann muss ich jetzt auch nichts mehr Vollgas. Meine Fresse, was für ein Rennen. Das glaubst du nicht, ey. Das also glaubst du nicht. Mit einer 3-Stop nochmal auf 2 hätte ich jetzt nicht gedacht, to be honest. Ja, vor allem, dass ich halt irgendwie mich nochmal komplett durchs Feld durchkämpfen musste. Ich war ja zwischenzeitlich auch Elfter. Ich meine, das wäre jetzt, ey, das. Oh Gott. Darfst du keinen erzählen. Nice gemacht, auf jeden Fall. Glück hat heute mal mit uns also auch gegen mich, aber auch mit uns. Und halt so viel schneller, ne? Ja, ist mir schon klar. Ah, mal schauen, ob du das da gerade mitkommst. Wow. Donuts? Fragezeichen? Ja, natürlich. Lass was dann. Alter, leck dich fett. Das gibt's ja nicht. Yes! Alter, das gibt's ja nicht. Das gibt's jetzt ja nicht. Ich fass es nicht. Also, heute... Wie nah Unglück und Glück zusammenliegen können. Das ist ja echt der Wahnsinn.